Oh, und ich denke, wenn wir das haben, ich weiß noch gar nicht mehr, was im Prinzip ich mache. Es gibt ja zwei Varianten, die mir bekannt sind, wie man eine Getreidefarm baut. Und zwar einmal nach einem Reisfeldprinzip, alias was Gronkh hat in seinem LP. Kennen auch wieder viele. Sowas könnte man sich auch überlegen, aber ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Oder ich nehme eben auch noch so eine andere Möglichkeit von die von Divitor, wo er wirklich so ein... Ach, das ist die Fackel. Wo er wirklich so ein Haus gebaut hat und dann immer so Reihe runter, wo das Getreide dann nach unten verschwand. Ich weiß noch nicht genau, was ich nehme. Aber ich denke eher, dass ich so zum Reisfeldprinzip tendiere, weil es irgendwie doch, ich glaube, ein bisschen mehr Gewinn bringt einfach. Und wäre jedenfalls auch, glaube ich, eher die Möglichkeit, die vielleicht angenehmer zum Bauen ist. Aber das weiß ich auch noch nicht. Ist halt auch alles nur eine Vermutung, also will ja jetzt auch nichts heißen. So. Alter, das wird hier immer mehr zum Ausfüllen. Und jetzt weiß ich auch noch gar nicht, wie ich mich da eigentlich schützen soll vor Monstern. Da muss man auch noch was einfallen lassen. Ich denke, ich baue einfach wieder einen Zaun, dann save ich hier die Gegend ein bisschen. Also so, dass hier in dem Bereich dann schon mal keine Mobs spawnen können. Oder keine Mobs können spawnen können dürften. Spawnen können dürften, ist das Deutsch? Alter, ist es Deutsch, wenn ich sage, können spawnen dürfen mischen? Mischen, mischen. Ich sag jetzt mischen. Alter, mischen ist voll Deutsch. Ach ja, ach ja, ach ja. So. Einmal hier, hier. Ist das Erde? Ist egal. Ich hoffe jetzt ehrlich gesagt gerade nur, dass das ein bisschen aussieht wie ein echter Hang. Und nicht wie ein künstlich angedeppertes Zeug, was ich hier angebaut habe. Übrigens, hier muss ich... Hier könnte ich eigentlich aufforsten und dann basteln wir einfach ein paar Fackeln ran. Weil hier spawnen mir blöde... Hier spawnen mir irgendwie zu viele Viecher. Ich mag es irgendwie nicht so, wenn Monster bei mir spawnen, direkt so vorm Fenster. So, dass ich beispielsweise nicht mehr einschlafen kann. Weil es dann heißt, das sind Monster in der Nähe, du kannst jetzt nicht schlafen gehen. Alter, das ist voll gefährlich, du kannst jetzt nicht schlafen. Nee, du mich auch. Also, ist auch immer ganz nett. So. Huch. Da, da, da. Da, 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 da. Was sind eigentlich so eure Lieblingsstories aus Games? Es gibt ja verschiedene, es gibt ja immer so verschiedene, ich sag mal, wie soll ich denn das jetzt einordnen? In welche Kategorie kann man sowas überhaupt einordnen? Ich nenne es mal verschiedene, ja doch, verschiedene Story-Sorten. Es gibt ja so die klassische Sorte von Super Mario, von wegen Prinzessin entführt, du musst sie retten. Dann gibt es natürlich aber noch sowas ein bisschen abgeändert, wie beispielsweise, du musst irgendeinen Gegenstand finden. Oder aber du musst irgendeinen Fluch befreien. Das sind mal so verschiedene Stories. Oder, nee, ich frag's mal anders. Welcher Spieletyp seid ihr? Seid ihr mehr so der Realistentyp hier, der beispielsweise solche Sachen wie Sims zockt, wo es... Oh Mann, da war gerade ein Bug, da konnte ich durchgucken, das wollte ich sehen. Wo ihr... Oh, ey. Geht der Bug? Kann ich ihn ausnutzen? Warte mal. Nee, doch, nicht schade. Schade, ich jetzt den Bug ausgenutzt. Schade aber auch. So. Genau, welcher Typ seid ihr? Da gibt es ja auch wieder verschiedene Typen. Ich weiß jetzt die gerne Realistik-Spiele spielen, wie jetzt Sims zum Beispiel, wo wirklich alles sehr realistisch abläuft. Oder Fantasy-Spieler, die beispielsweise wirklich Fantasy-Spiele wie Final Fantasy zocken. Das sind ja, ist ja auch ein Fantasy-Spiel. Aber wirklich so mit, wo man gegen Drachen kämpft und alles mögliche. Solche Spiele eben. Welcher Typ seid ihr? Oder seid ihr mehr wirklich einer, der einen Taschenrechner rumspielt? Das ist ja auch eine Art. Das ist ja auch irgendwo etwas. Hallo, ich bin Taschenrechnerspieler. Ja, Oder. Ja, doch. Oder seid ihr eher so der Typ, weiß ich nicht, der vielleicht doch eher so Call of Duty zockt oder sich eher so für diese Spielrichtung interessiert? Würde mich mal interessieren, was für Spielrichtungen ihr habt. Oder was ist eigentlich generell so euer Lieblingsspiel? Daran kann man das, glaube ich, auch meistens schon sehen. Was ist so euer absolutes Lieblingsspiel, wo ihr sagt, boah, ohne das hätte ich das Spiel damals nicht gefunden, geschenkt bekommen, gekauft oder im Internet gesehen oder im Katalog bestellt. Ich glaube, ich wäre gestorben. Also, dass ich das Spiel kenne, ist ein Traum. Ja. Was für Spiele habt ihr da? Da gibt es ja auch immer noch Unterschiede. Die haben mich dann auch wirklich sehr interessiert. Und, ja, würde mich dann doch auch sehr... sehr, sehr, sehr interessiert. So. Boah, dieser Inventory Tweaks ist geil. Inventory Tweaks, so heißt der Mod, ja, aber ich meine hier... Guck mal, es rutscht ständig Erde nach. Ich brauche gar nicht mehr die Taschen öffnen, es geht viel schneller. Okay.
Okay, jetzt abgesehen von den Mini-Lex hier, die braucht eigentlich jetzt kein Mensch, aber egal. So. Huch. So. Ich muss aber sagen, das Inventar ist eigentlich auch sehr schön gezeichnet. Hier mit den alten Büchern und sowas. Ach ja, es kommt ja auch noch bald die, Dingens da. Die Möglichkeit, beschreibbare Bücher herzustellen. Stimmt. Was sollen wir denn eigentlich da dann reinschreiben? Weiß ich gar nicht. Pass mal auf, habe ich jetzt eine Idee. Und zwar könnte ich das ja eigentlich... Obwohl... Nee, pass mal auf. Nee, die Idee mache ich dann, wenn die Möglichkeit da ist. Ich habe dann nämlich jetzt schon gerade eine Idee, wie ich das dann handhabe mit den beschreibbaren Büchern. Da habe ich gerade so ein kleines Gimmick. Ja, ich verrate mal nichts. Okay. Bam, bam. Ey, schon wieder Out of Erde. Das geht doch gar nicht. Das ist doch unmöglich. Mann, Mann, Mann. Steht die Sonne? Ah, geht eigentlich noch, ne? Pass mal auf, dann fange ich schon mal an hier. Wohl. Ach ja, was ja auch noch weg muss. Das alles da muss runter, ne? Von da oben wusch, bis nach unten weg. Das muss auch alles weg. So, für all diejenigen, die mich jetzt hassen. Ich kann doch nichts dafür. Ne, aber ist ehrlich so. Das muss alles noch runter. Ich weiß aber gar nicht, wie ich das mache. Ja, mach ich dann andermal. Das mache ich jetzt nicht. Wir haben jetzt gerade schon so viel Terraforming hier gemacht. Immer noch die Spinnen. Oh, super, zwei Enderman. So, welchen Block haben wir jetzt geklaut, Herr Enderman? Und... ein Erdblock? Ach, du hast dich rein teleportiert. Nice. Haben die überhaupt schon irgendwelche Blöcke geklaut? Noch gar keinen, ne? Gar keinen Block. Respekt, Freunde. Respekt. Und der eine Kollege braucht aber noch 10 Minuten. Schon hat deinen nächsten Block in der Hand. Wetten. So, was habe ich denn noch vor? Also am Dorf möchte ich definitiv jetzt erstmal nicht mehr weiterarbeiten. Da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. So, ich futter jetzt erstmal was. Gut, so. Ich glaube, ich beende dann auch langsam mal wieder diese kleine Aufnahme hier. Weil ich erstens gerade auf Klo muss, zweitens dafür keine Unterbrechung machen muss und drittens meine... Ist gut jetzt heute, warum ist jetzt hier grün? Hä? Kanalisationslicht. Okay, also, wie gesagt. Nächste... Oh. Ach, geil. Die fallen ins Wasser und teleportieren sich dann direkt wieder weg. Das finde ich gut. So. Gut, ich denke, ich lasse es dann da mal. Wie gesagt, dann in der nächsten Aufnahme wird der große Hügel da runter gesammelt. Ich denke, den machen wir wieder in den Baumodus, damit wir die Nacht durcharbeiten können. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir langsam ein bisschen besser an hier mit Terra-Gestaltung. Also was. Und... so, also es geht gerade der Mond auf, ne? Für mich ist es ja irgendwie Nacht. Warum für dich nicht? Na ja, danke. So, geht doch. So. Gut. Ich ver... Alter, mein Stuhl. So. Ich verabschiede mich dann für diese Aufnahme mit Minecraft. Wie gesagt, stimmt ab über das Texture Pack. Ich werde dann übernächsten Aufnahme oder sowas... weil die nächste kommt jetzt demnächst, werde ich, denke ich mal, dann entscheiden, was ich jetzt benutze, beziehungsweise dann auf eure Meinung hören. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Und, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Tschüss. So, also, da. Musik an, da. So, Hallöchen und ich begrüße euch zurück zu Minecraft. Ja, weiter geht's mit unserem Minecraft-Let's Play, beziehungsweise mit einer neuen Aufnahme. Und zwar habe ich ja letztes Mal... boah, warte mal, ich glaube, es ist viel zu laut in meinem Ohr. Jetzt gehen wir ein bisschen runter. So, ein Stück angenehmer. Und zwar habe ich euch ja letztes Mal gefragt... ach, du bist laut. Ha. Ich habe ja die letzte Aufnahme mit dem Minecraft-Texturenpack gemacht und ich hatte euch ja gefragt, welches ihr lieber habt, ob ihr lieber mit dem... wollt, dass ich mit der Sommer spiele... Oder ob ihr lieber wollt, dass ich mit Minecraft-Texturen spiele, das haut raus. Und ja, ihr habt euch eindeutig dafür entschieden, dass wir mit der Sommer weiterspielen. Was für mich auch absolut kein Problem ist. Nur das Einzige, was ich wirklich geändert habe, ist das Gras. Weil das ja hier in unserem Biom sehr, sehr, sehr dunkel aussah. Deshalb habe ich das einfach ein bisschen aufgefrischt, ein bisschen sättiger gemacht mit Hilfe von der Sommer. Und das sieht doch schon einiges besser aus. So, was haben wir denn hier? Bevor wir... die Aufnahme wird, glaube ich, weniger spektakulär. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles klar. Und zwar hat das den einfachen Grunde, weil wir jetzt langsam auch mal ein bisschen... ein bisschen ranklotzen müssen, möchte ich mal sagen. Und zwar einfach deshalb,
Weil wir jetzt demnächst, weil ich demnächst jedenfalls wieder ein wenig mehr bauen möchte. Und das geht natürlich nur. Also jetzt sei es beispielsweise im Dorf, sei es ein bisschen bauen oder endlich mal da hinten unsere Umgebung, unser Haus weiter vergrößern, neue Räume anlegen und. Da möchte ich langsam mal demnächst ein bisschen weiterkommen. Und das geht eben leider Gottes nur, indem wir mehr Baufläche anschaffen. Und das lässt sich natürlich auch locker einrichten. Nur dafür werden wir jetzt in dieser Bauaufnahme, kann man fast schon sagen, hauptsächlich nur... wie soll ich das jetzt sagen? Also hauptsächlich werden wir auf jeden Fall jetzt hier ein paar Sachen wegklopfen müssen, wie beispielsweise so komische Erhebungen da und sowas, wo ich in fast jeder zweiten Aufnahme sage, Leute, das muss ja weg, das stört uns noch oder das wird uns stören. Und jetzt müssen wir es leider Gottes weghauen. Muss ja auch irgendwann sein, es muss ja sein. Ich meine, wenn man das privat spielt, dann macht man das innerhalb von einer Stunde, während der Fernseher nebenbei läuft in dem Zimmer und dann hat man das. Und dann ist das fertig, dann ist es durch, das Thema, und dann kann man direkt weiterbauen. Und in dem Let's Play ist es halt ein bisschen schwieriger, weil da eben die ganzen Leute zusehen, die sich dann wahrscheinlich ständig fragen, boah, muss das sein, das ist voll langweilig gerade. Aber, ja, das muss dann leider sein, weil solche Arbeiten müssen auch sein. Und naja, ich hoffe, dass ihr dafür ein bisschen Verständnis habt und machen wir trotzdem. Aber so gesagt, als kleine Entschädigung, weil wir ja dann hauptsächlich abbauen werden wieder, so wie wir den großen Berg da oben fast abgebaut haben, habe ich mir überlegt, gehen wir jetzt, nachdem ich das Feld hier gemacht habe, schnappen wir uns die Sachen und erkunden diese kleine Höhle unter dem Berg dort. Ich weiß nämlich ganz genau, wo die herkommt. Allerdings weiß ich gar nicht, ob die jetzt tiefer reingeht oder ob das eine kleine Berghöhle ist. Das müssen wir uns angucken. Und zwar schauen wir uns die kurz an und erkunden die schnell. Beziehungsweise schauen mal kurz rein und leuchten das meiste halt ein bisschen aus. Vermerken uns das dann. Und dann gehen wir halt klotzen sozusagen als Entschädigung. Machen wir dann so eine Mini-Höhlen-Erkundungs-Expeditionstour. Jetzt mal lang und breit erklärt. So, wie viel Getreide haben wir? 62. Das kann man locker hier hinpacken. So, den Kies können wir allerdings wegpacken. Und wo packen wir denn das denn? Das müssen wir eigentlich auch hier reinpacken, aber das packe ich mir mehr zu pflanzlich, weil das ja dünner ist. Stein brauchen wir nicht. Wofür habe ich den Stein eigentlich gebraucht? Weiß ich auch nicht mehr. Pfeile nehme ich mit, das nehme ich mit, Kiste auch, den Mod. Holzkohle nehme ich mit, Schere brauche ich eigentlich nicht, die kann auch raus. Das nehme ich auf jeden Fall mit, das auch, ein Schwert haben wir noch. Ja, das Holz nehme ich halt auch mal mit. Das eben auch. Ein paar Fackeln brauchen wir wieder, warte, haben wir nicht nur ein paar Stickies in der Tür? Ne, haben wir nicht, okay. Was haben wir gerade bitte für eine komische Musik? Ohne weitere. Die ist schon ein bisschen interessant. So, machen wir mal. Na komm, machen wir mal den hier. Wie viele Fackeln kriegen wir jetzt da draus? Ja, 45. Machen wir nochmal. Ach ja. Na. Und probieren hier ohne Ende. Machen wir lieber 2, 3, 4, sind immer 16 Stück. So, 61 Stück, damit kann ich leben. Ist es gerade wieder dunkel oder? Man merkt, man sieht's, ich habe noch keine. Ja, es wird gleich dunkel. Okay. Ich habe noch keine Monster an, ne? Also nicht verzagen. Kommen wir gleich wieder an. So, hier ist dann unser Bahnhof. Da unten war ja noch die Höhle, die wir uns angucken müssen. Und die anderen Bahnhofsgänge müssen langsam aber sicher auch mal zu ein paar Außenstationen führen. Wir müssen langsam mal ein paar Außenstationen bauen, habe ich das Gefühl. Also ein paar Stationen, die ganz woanders hingehen. Unsere Hühnchenfarmproduktion läuft hoffentlich. Ja, die Hühnchen sind ausgewachsen. Ah, ich wollte ja eigentlich, glaube ich, nochmal gucken. Ne? Ich habe ja hier noch gar nicht... Doch, habe ich. Doch, das habe ich auch. Warte mal, ich will mal ganz kurz noch... Ich will mal ganz kurz testen, ob das Ganze denn noch wirklich funktioniert, wie es auch funktionieren soll. Schau mal, ist es nach. Ach doch, okay, da haben wir Eier. Alles klar, dann haben wir da die Eier. Das ist dann ja kein Problem. So, haben wir hier... Ah, nee, warte, komm, wir müssen sowieso nach oben, weil wir jetzt pennen gehen erstmal. Da kann ich das ja gleich ruhig mitnehmen. Und da können wir dann auch über ein Eierlein. Ach, übrigens, hier, was man jetzt auch schön sehen kann mit dem Texture Pack, funktioniert jetzt zumindest hier bei mir, der Connected Texturen Mod auch endlich wieder. Und ich muss sagen, das sieht schon ganz geil aus. Weiß gar nicht, oder ging das in der letzten Aufnahme auch schon? Das weiß ich nicht mehr. Schlecht. Sieht irgendwie aus wie so ein Creeper-Gesicht, ne? Auge, komische Presse.
ein komisches Gesicht. Also, naja. So, jetzt Chicken. Nein, 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 nicht. Gut, dann gehen wir mal schlafen und anschließend in die Bergbubenhöhle. Wo wir bestimmt krepieren werden. Weil nämlich alles unglaublich lieb hat. Ja, die Rüstung hält noch ein bisschen. Wir hält aber auch schon seit Ewigkeiten die Rüstung, ne? Also unsere. Ja, ich glaube, wir haben eine gute Rüstung. Und wir sehen uns gleich. Ach ja, ich muss ja oben auch noch weiterbauen, ne? Also. Ne, Leute, also, was wir hier oben bauen, weiß ich immer noch nicht genau. Ich hatte ja zwischendurch ein paar Ideen, aber die haben mich irgendwie alle wieder vergessen. Also, was bauen wir hier oben hin? Macht mir Vorschläge, ich brauche eure Vorschläge. Ich will die Welt ja nicht ganz alleine bauen, ich will sie ja mittels eurer Vorschläge bauen und mittels eurer Einwände. Oh Gott, jetzt höre ich die Musik kaum, Mann. Na? Jetzt höre ich sie schon besser, so. Ich will das ja alles irgendwie mit eurer Hilfe bauen. Und ein paar Ideen, was wir noch bauen könnten, hätte ich ja auch ganz immer ganz gerne von euch. Oder wofür wollte ich noch Ideen? Ich hab's vergessen. Schlecht. Schlecht, schlecht. Ah ja, in der letzten Aufnahme hatten wir ja oben da mit Erde zugekleistert. Da müssen wir, glaube ich, auch noch weitermachen. Aber zuerst, ne? Stellen wir auf einfach und rufen die lieben Freunde wieder hervor. Warum? Ach, das ist scharf. Ich dachte gerade schon jetzt, warum quietscht es hier? Ja, lass mich. Lass mich. Rosti. So. Und dann macht er sich auf in seinen Untergang. Oh, weia. So, wo ging's denn hin? Wo war denn das? Irgendwo hier oben. Komm ich doch irgendwie hoch irgendwann mal? Da. Irgendwo hier oben war das. Irgendwo. Aber mehr. Nee, nicht hier. Nee, nee, nee. Weiter am Rand. Weiter außen war das. Und das war auch weiter oben gelegen. War das nicht dort oben? Ich glaube, der Eingang war dort oben. Übrigens, wie ich auf den Eingang gekommen bin, ich hatte ja mal eine Kopie angefertigt. Oh Gott, hier war's. Ne? Genau das war's. Ein Traum. Wir haben gar nichts zu essen. Ups, wir haben gar nichts zu futtern. Ja, super, so schnell kann's gehen. Aber ich hab mich standardmäßig dran gewöhnt, mindestens Brot mitzuhaben. Und jetzt habe ich nichts mehr. Schlecht. So, dann düsen wir hier schnell wieder zurück. Ich hoffe nicht, dass hier nicht ausgeleuchtet. Okay, da ist ausgeleuchtet. Ah. Den Berg hier muss ich auch noch ein bisschen bearbeiten. Da kommt ja kein Mensch durch hier. Ist ja total ärgerlich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Du fies zu mir. Komm. Chupaups. So, einmal durch hier. Zack. Huch, da komm ich rein. Uff, 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 uff. Wir brauchen. Warte, wie geht das? Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Och nö. Hier schon wieder so ein Kaspar Klaus. Sag mal, du kleiner Kollege, ne? Das kann's ja nicht sein, dass du mir jedes Mal Blöcke klaust. Schandfleck. Ach, schau mal, ein kleines Krieperle. Hallo, kleiner Krieperle. So. So, so, so. Futter, 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 Futter. Ey, wollt ihr mich ärgern? Das ist doch zum Kotzen mit der Musik hier. Ich glaube, meine Kopfhörer spinnen ein bisschen. Ich habe ständig Angst, dass es zu laut ist und dass man in der Aufnahme bei euch so ein kleines Echo hört. Das ist das, wovor ich große Angst habe. Naja, so. Oh Gott, reichlich Zeug. Nimm ich mal mit. Zack, zack, so. Zack, zack, so. Zack, zack, so. Na also, schon haben wir wieder ein paar Brötchen. Jetzt ist auch noch ein Schaf auf meiner Brücke. Da ist ja ein Traum. So. Sonne, Sonne, ja. Ob wir es überleben, steht sowieso nicht zur Debatte. Also, wir sterben ja sowieso. Ich vor allen Dingen. Also, was bringt das jetzt noch? Hier zu überlegen, ob es mit dem Sonnenstand noch passt. Da-da. Und so schrittig, mit tapferer Nahrung. Tapferer Nahrung? Mit genügend Nahrung. Och, super, das ist ja auch nur eine Höhle. Ihr wollt mich doch alle ärgern, Leute. Wo geht, war denn das? Da oben jetzt? Ja, ich glaube, das war da oben. Oh, ich muss auch noch da hochlatschen. Irgendwie probier mich, Kaspar. Nee, wo war das jetzt? Ich hab's wieder. Och, Mann. Ups. Das war ich nicht. Aber jetzt finde ich das nicht wieder. Das ist ätzend. Mal gucken, hier. Da war es nicht. Warte, ich bin noch hier lang gegangen, ne? Und dann bin ich doch hier rüber. Na, komm. Bin ich doch hier rüber, hier. Hier war es, genau. Och nein!
Warum sind da 4 Skelette? Oh, geh du mal sterben. Geh du mal sterben. Und noch ein Zombie. Wollt ihr mich alle ärgern? Geh du mal sterben. Na, komm, such mal. Ach, Mann. Schlechtester Scharfschütze aller Zeiten. Jetzt geh doch mal krepieren hier. Du hast das Leben gar nicht verdient, Kollege. Ah, so. So. Zombie auch noch. So, war's das jetzt? Bestimmt nicht. Bestimmt eh nur hier, um mich zu ärgern. Alter, das geht ja oben und unten lang. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Oh Gott, ich sehe da oben schon. Alter, wie groß ist denn das hier? Was ist denn das bitte für ein Komplex? Ist ja wohl. Au! Reine Schikane hier. Ich hol mir mal kurz das Zeug. Dann verdufte ich hier auch wieder. Also jetzt hier aus der Ecke. Oh, warte mal. Den hier lege ich noch hin. Ja, die Level sind ja jetzt hier wichtig, ne? Kasper, ich mal hier hoch. Und hier um die Ecke, hier ist nichts. Okay. Um die Ecke scheint nichts zu sein. Da oben war ein Creeper, was machen wir mit dem? Was machen wir mit dem Creeper, Freunde? Oh Gott, das war ein Zombie. Krieg ich den auch so? Ciao. Ah, das war so. Na, 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 bleib mal da. So. 2, 3. So, jetzt hoffe ich einfach nur, dass er tot ist. Da bestimmt nicht, aber was soll ich machen? Soll ich jetzt einfach rüber schwimmen? Das ist auch nicht. Da ist er. Da ist er. Ja, komm mal ran hier. Komm mal ran. Komm mal ran. Danke. Oh, wenn jetzt noch der Creeper so freundlich wäre und auch herkommt. Aber das tut er bestimmt nicht. Das tut er nur, um mich zu ärgern. Kommt er schon mit Absicht nicht rüber. Komm ich da hinten ran? Wieso komme ich denn nicht ran? Ist ja blöd. Da komme ich aber rein ran. Mann, da ist ein Creeper. Und ich weiß ganz genau, dass er gleich herkommen wird. Ich habe Angst vor dem Creeper. Na ja, komm. Ich muss mich einfach nur hier am Rande halten lassen. Da ist der Creeper. Einmal. Zwei. Na, komm. Zweimal. Na, komm. Na, verdammt, jetzt ist er abgehauen. Oh. Oh, super. Noch ein paar Kollegen. Noch ein paar grüne Mützen. Als ob ich nicht schon genug zu tun hätte. Oh weia. Wo sind die? Oh Gott. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Aber ich will da jetzt auch gar nicht hin. Ich würde sagen, wir gehen lieber oben lang. Scheint mir gerade irgendwie sicherer, als da unten lang zu gehen. War der Küper nicht noch hier? Ich habe ihn noch gar nicht erwischt, oder? Das war ein Zombie. Oh Gott. Nein. 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 Gut. 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 Halben Herzinfarkt bekommen hier. So, wen haben wir jetzt hier noch? Die Kollegen. Oh Gott. Ja, genau, da geht's auch noch weiter. Gehen wir erstmal hier rein. Oh, Zombie. Ich glaube, hier geht's nach unten. Aber nach unten gefällt mir nicht.